Mit meinem Mini-Wohnanhänger habe ich es mir auf dem Campingplatz in Monfragüe gemütlich gemacht. Ich bin in der Extremadura der Tiere wegen. Ziemlich regelmäßig finde ich auf dem Autodach eine kleine Stinkbombe. Es handelt sich eindeutig um ein Kotpaket von Jungvögeln, das die Eltern abtransportiert und entsorgt haben. Solche Indizien mag ich. Sie sind immer ein guter Hinweis auf ein Vogelnest in der Nähe. Sofort mache ich mich auf die Suche nach dem kleinen Bombenleger. Anhand der regelmäßigen Flugroute kann ich schnell ein Blaumeisenpaar als Verantwortliche festmachen. Ganz in der Nähe von meinem Wohnanhänger haben sie ihre Bruthöhle in einem alten, knorrigen Baum eingerichtet. Schöner kann man sich als Naturliebhaber einen Nestplatz nicht vorstellen. Ganz anders wohnt das Blaumeisenpaar am Rande einer eingezäunten Rinderweide. Sie haben ihre Kinderstube in einer zum Zaunpfahl umfunktionierten alten Bahnschwelle eingerichtet. Wo derzeit die Schiene durch große Nägel gehalten wurde, liegt jetzt der Zugang in Blaumeisengröße. Kotpakete von Jungtieren abzutransportieren ist bei Singvögeln die Regel. Der Nestgeruch ist so weniger intensiv, also ein wirksamer Schutz vor Räubern, die sich geruchlich orientieren. Unterhalb der Burg Monfragüe finde ich das dritte Blaumeisenpaar bei der Brut. Sie haben quasi als Hausbesetzer eine ursprünglich vom Kleiber im Eingangsbereich verengte Höhle erobert. Selbstverständlich werden auch hier die Kotpakete der Nestlinge entsorgt. Doch zurück zum Campingplatz. Im Minutentakt schaffen die emsigen Blaumeisen Futter für die hungrige Mannschaft heran und sorgen beim Abflug zuverlässig für die Reinlichkeit im Kinderzimmer.